Hallo zusammen. Heute stellen wir euch den Campingplatz Lorelei Blick vor. Der liegt am schönen Rhein zwischen Oberwesel und St. Goa. Wem es interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir hier direkt gleich am Campingplatz vorbei. Auf der rechten Seite seht ihr den Platz schon. Dieser Platz ist der Campingplatz Lorelei Blick. Wir kommen hier aus der Richtung Oberwesel. Und da liegt denn der Campingplatz auf der rechten Seite. Ja, und hier seht ihr schon auf der rechten Seite dieses große weiße Haus. Das ist dann gleichzeitig die Rezeption, aber auch Sanitärhaus. Ja, und nach dem Haus geht es gleich rechts rein, da wo das Schild ist. Ihr müsst gut ausholen, damit ihr da mit großer Leine auch oder mit Wohnwagen sehr gut rumkommt. Ja, und die Einfahrt ist jetzt auf der linken Seite. Wir haben uns auf der rechten Seite hingestellt. Aber hier gibt es die Möglichkeit, direkt einzufahren auf den Campingplatz und sich da den Platz auszusuchen. So, ihr Lieben, wir sind wieder diese Woche unterwegs und ich will euch wieder mitnehmen. Wir haben hier einen richtig, richtig tollen Campingplatz uns rausgesucht. Das ist der Campingplatz Lorelei Blick. Warum Lorelei Blick? Wer hier aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, der kennt es hier wahrscheinlich. Hier ist der Lorelei-Felsen. Ja, Leute, und richtig, richtig toller Platz hier. Vor allen Dingen kann man hier sehr
haben hier sehr, sehr viel Wohnmobile oder Wohnwagen im Platz hier, die hier direkt am Wasser stehen können. Weil der Campingplatz ist hier sehr stark in der Länge gezogen. Der ist nicht breit, aber dafür sehr, sehr lang. Und umso mehr Plätze hat man natürlich denn am Ufer. Ja, richtig, richtig schön. Man hat hier einen schönen Ausblick hier auf den Loreley-Felsen oder hier auf die Bühne hier draußen. Und hier ist so eine starke Kurve, sehr, sehr gefährlich, ja auch für die Schifffahrt hier, weil das soll hier die schwierigste Stelle sein, hier auf dem Rhein. Da sind hier alle Bootsfahrer oder Schifffahrtsfahrer hier richtig gefragt. Die Fahrt hat, ist hier wirklich sehr, sehr schwer einzusehen und das erfordert da wirklich höchste Konzentration für die Reedereien oder für den Kapitän hier, um diese enge Kurve hier zu kommen. Hier drüben haben wir dann die Möglichkeit, hier in so ein kleines Sanitärhäuschen zu gehen. Ja, das finden wir auch ganz gut. Man, da ist man so ein bisschen allein. Da gibt es dann immer nur eine Dusche und eine Toilette drin. Zeige ich euch aber. Sagen, der Campingplatz hat nicht viel Schattenplätze. Man steht hier in der Sonne. Ja. Hier gibt es mal gerade ein, ja, wo hier so ein großer Baum wächst. Hier sind wirklich nur 3 oder 4 große Bäume hier. Ansonsten hat man hier eben die volle Sonne. Das muss man wissen, wenn man hier ankommt, weil das ist für den einen oder anderen vielleicht wichtig, der gerade einen Hund bei hat, dass man hier nicht so viele Schatten hat, wie vielleicht auf andere Plätze. So, mit dieser Karte kommt ihr denn auf den Campingplatz. Ja, die haltet ihr einfach vom Lesegerät und die ist dann freigeschaltet für euch und ihr könnt den Campingplatz jederzeit befahren. So, jetzt gehen wir von der oberen Terrasse runter zur zweiten Reihe. Was ist hier denn hier? Hier habt ihr nicht ganz so schönen Blick aufs Wasser, weil da ist hier die obere Reihe doch schon bevorzugt, weil man da noch ein bisschen erhöht steht und doch mehr Sicht auf Wasser hat. Wir haben uns hier aber trotzdem für die zweite Reihe entschieden, weil wir hier doch von dem Baum hier ein bisschen Schatten bekommen. Und ja, ihr wisst, Lottchen, ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn es doch ein bisschen kühler ist. Gerade wenn sie hier im Wohnmobil mal schlafen will, ist das hier schon schöner. Richtig schön, richtig idyllisch. Gefällt mir richtig gut hier. Das ist auch alles sauber hier, alles so mit Steinen hier. Hier ist nochmal so ein Grünstreifen, hier gibt es nochmal so einen Fahrradweg. Aber auch für Fußgänger super geeignet. Ja, sehr, sehr schön. Dann kann man hier eben die Schiffe beobachten. Diesen Campingplatz ist, dass die hier so ein Ampelsystem haben. Das heißt, ihr geht auf der Homepage und könnt gucken, ob der Campingplatz noch frei ist oder ob er noch freie Stellplätze hat oder ob er sogar schon ausgebucht ist. Ihr habt natürlich nicht die Möglichkeit zu sehen, ob im Wasser gerade noch was frei ist. Das müsst ihr dann eben hier entscheiden, wenn ihr hier seid. Wir hätten heute umziehen können und hätten direkt uns am Wasser hinstellen können. Aber haben gesagt, es ist uns für den einen Tag nochmal ein Riesenaufwand. Ja, wir sind dann doch in der zweiten Reihe geblieben. Und ja, gefällt uns sehr, sehr gut da. Deswegen haben wir jetzt nicht uns die Möglichkeit ergriffen, nochmal umzuziehen, um hier nochmal einen Wasserstellplatz hier zu bekommen. Ja, ich glaube, da drüben ist die Burg Kaup, die ihr da oben auf dem Hügel seht. Ja, hier gibt es ja sehr, sehr viele Burgen hier am Rhein zwischen Bingen und Koblenz kann man ja hier so Burgentouren sogar buchen, verschiedene Schiffstouren, was da jeden gefällt. Ja, und haben ja letztes Mal eine mitgemacht, da war meine Mutter hier und haben gesagt, hier, wir suchen uns was Besonderes raus und haben wir hier so eine Schiffstour gemacht. Und war sehr, sehr gut. Wir sind da von Bingen nach Bacharach. Schöner, ein schöner Ort, wo man da auch ein bisschen verweilen kann.
haben da schön was gegessen und sind dann wieder nach Hause. Das war eine richtig schöne Tour, 1,5 Stunden Bootsfahrt immer eine Tour. Das war richtig, richtig toll. Schiff. Ja, und so geht es hier mal weiter. Da hinten seht ihr so ein Leuchtzeichen. Die geben wohl hier den Kapitän Bescheid, ob hier Gegenverkehr kommt oder ob er hier gerade freie Fahrt hat. Ich kenne mir damit die Zeichen nicht aus. Ich habe keinen Bootsführerschein. Aber das soll hier so eine Leuchttafel sein, die ja extra errichtet wurde, damit hier die Sache so ein bisschen entspannter wird. Und die ganze Sache hier doch mehr einsichtiger ist, weil wie gesagt, die Boote kommen hier oder die Schiffe kommen hier um die Ecke. Der ist ja hier noch relativ kurz, der jetzt hier gerade kommt. Ja, da gibt es ja richtig lange Schiffe, ja, und die haben natürlich dann ein Problem, wenn da auf einmal so Gegenverkehr kommt. Und gerade jetzt hier bei Niedrigwasser, ja, der Rhein hat jetzt nicht gerade viel Wasser. So, und hier sind wir jetzt fast am Ende vom Campingplatz angekommen. Jetzt noch die letzten Autos, die hier stehen. Und hier, das meine ich hier. Ja. Das ist hier sehr, sehr eng. Und für erfahrene Kapitäne hier auch die höchste Konzentration, hier durchzukommen, weil das doch hier wirklich heikel ist. Gerade durch die Strömung noch, ja, muss man da sein Schiff oder Boot eben gut unter Kontrolle haben. Ihr seht, jetzt wird da so ein Zeichen eingeblendet. Es ist auch hier. Zoomt euch mal ein bisschen ran, damit ihr das seht. Das wird hier echt extra mit Leuchtzeichen, werden hier die Kapitäne informiert, ob hier Gegenverkehr kommt oder ob hier freie Fahrt ist. Ihr seht, jetzt wurde gerade da wieder umgestellt. Das Schiff, was jetzt hier gerade von Koblenz kam und hier runter nach Rüdesheim fährt, das hat hier erstmal abzubremsen, um den anderen hier die freie Fahrt zu lassen. Ja, und so wird es hier mit Lichtzeichen gesteuert. Sehr interessante Sache. Absolut heikel. Es gibt hier zwei scharfe Kurven hier in kürzester Entfernung. Und das ist hier wirklich nicht so einfach. Hier der Loreley-Felsen, da oben, da soll wohl der Sage nach die junge Frau gesessen haben und soll hier so schön gesungen haben, dass hier die Schiffe wohl gegen so einen Fels gefahren sind. Da oben die Freilichtbühne, finden im Jahr immer Konzerte statt. Da kommt jetzt gerade die Bahn angefahren, das hören wir mal gerade zu. Und hören wir gerade mal jetzt den Geräuschpegel, ob man es hört. Ja, es ist zu hören, aber ihr werdet jetzt sehen, das ist alles noch erträglich. Ich bin jetzt mal gerade leise. Ich hoffe, man konnte es hören. Wie gesagt, es ist zu hören, aber alles in erträglichen Rahmen. In der Richtung geht es ja nach St. Goa. Auf der anderen Seite, was ihr jetzt da seht, ist St. Goarshausen. Da steht auch nochmal eine Statue hier von der lieben Lorelei. Kann man sich angucken. Aber wie gesagt, der Felsen, der ist hier. Sehr idyllisch hier, also ein richtig, richtig schöner, toller Platz, muss man echt sagen.
auch sehr sauber. Klar ist das Gras jetzt hier vertrocknet. Wir haben jetzt hier Hochsommer. Es hat schon fast einen Monat lang nicht mehr geregnet. Ja, und dann ist natürlich alles verbrannt. Ja, das kann man nicht verlangen, dass hier auch noch eine grüne Wiese ist. Aber ich denke mal, zum Frühjahr hin hat man hier richtig schön grün. Sieht bestimmt toll aus. Sehr viel Holländer zurzeit auf dem Platz. Anscheinend haben die Ferien oder die Ferienzeit hier begonnen.